Varta war eine der Erfolgsstories an der Börse des Jahres 2019. Jetzt gab es ein ziemlich böses Erwachen, die Papiere sind mächtig unter Druck geraten. Die Frage, die sich zwangsläufig stellt, ist das eine Kaufgelegenheit oder sollte man sich auch unter mittelfristigen Aspekten jetzt von der Aktie verabschieden? Meine Meinung dazu in diesem Video. Los geht's. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. So, wir sprechen gleich über Varta. Ich weiß aber, dass ganz viele von euch teilweise auch per Mail mir in den letzten Tagen geschrieben haben, weil sie gesagt haben, ja, Varta mal. Ja, ihr versteht. Es gibt doch da ein Thema, welches viel präsenter ist als eine einzelne Aktie, nämlich dieses unsägliche Steuerthema, welches uns in den letzten Tagen zwangsläufig beschäftigen musste. Es gibt ein neues Gesetz und dieses Gesetz ist, man kann es nicht anders sagen und es ist noch recht höflich formuliert, grotesk und absurd, was sich unser Finanzminister da hat ausgedacht. Ganz persönlich möchte ich erst intensiver darüber sprechen, wenn die sogenannte Durchführungsverordnung, die zu jedem Gesetz mit dazukommen muss, wenn es die gibt. Bis dahin kann ich feststellen, der Gesetzestext, der ist, ich sagte es bereits, völlig abwegig, in meinen Augen auch nicht verfassungskonform. Das Problem ist nur, dass man gegen so ein Gesetz dann erst vorgehen kann mit Klagen, wenn es tatsächlich auch in Kraft getreten ist. Also es wird in jedem Fall, wenn es denn so kommt wie in diesem Gesetz beschrieben, dann wird es in jedem Fall Einschränkungen geben. Ich muss jetzt sagen, man sollte nicht davon ausgehen, dass das gesamte Trading beendet ist, denn beispielsweise mein Bereich, mit dem ich das Trading überhaupt begonnen habe und den ich 15 Jahre lang fast ausschließlich betrieben habe, nämlich der Aktienhandel, der ist bis auf die unsägliche Regelung bezüglich des Totalverlustes ja erstmal nicht betroffen. Aber klar ist auch, alles rund um diese Termingeschäfte und dazu gehören eben auch die Derivate. Ja, das wäre ganz, ganz gravierend, was uns dort erwarten würde. Wer es nicht abwarten kann und wer eine Zusammenfassung haben möchte und auch ein sehr, sehr klares Statement, dem möchte ich das Video meines geschätzten Kollegen Sebastian Hell ans Herz legen. Ich blende hier den Link zu seinem Kanal bzw. zu dem Video mal ein. Also, das Thema beschäftigt mich weiter, beschäftigt uns weiter. Ich habe beispielsweise am Freitag länger auf Instagram darüber gesprochen und ja, der Austausch verläuft natürlich momentan sehr einseitig, denn es gibt relativ wenig Menschen, die sich mit der Börse beschäftigen, die darin auch nur irgendetwas Sinnhaftes erkennen. Wenn ihr so einen direkten Austausch auch möchtet, ja, hier unter dem Video erläutere ich euch, wie ihr zu Instagram kommt. Das ist für einige neu, ich weiß es, aber es gibt dort mehr als nur Schminktipps. Für mich zum Beispiel als Sportbegeisterter ist das eine Fülle an Informationen, die ich da bekomme, rund um meine persönlichen Heroes in den verschiedenen Sportarten. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann folgt mir da gerne. Praktisch täglich mache ich da einen Marktbericht oder mal ein Video zu einer Aktie oder. Also, schaut euch das Video vom Sebastian an, wenn ihr zu diesem Thema Steuern noch etwas mehr wissen möchtet. Es lohnt sich auf jeden Fall. Nüchtern, analytisch und sehr genau wie immer fasst er da die momentanen Fakten zusammen. Jetzt möchte ich aber über Varta sprechen und ich möchte euch einmal etwas zeigen, bevor wir richtig loslegen. Ich habe hier nämlich drei Batterien. Ich habe hier einmal eine Varta-Batterie. Und dann habe ich hier zwei deutlich billigere Produkte. Das eine ist hergestellt in China, das andere im Auftrag von, da nehme ich aber an, vermutlich ein chinesischer Hersteller. So, wenn ich mir jetzt zu Hause die Frage stelle, lohnt es sich, diese Batterie zu kaufen, die, glaube ich, drei- oder viermal so viel kostet wie diese Billigprodukte? Da muss ich mich ja einfach nur fragen, wenn die, ja, wenn die Effizienz dieser Produkte nur halb so gut ist und die Varta-Batterie kostet dreimal so viel, dann würde es sich lohnen, häufiger die billigen Produkte zu kaufen. Privat habe ich ehrlicherweise diesen Test noch gar nicht gemacht. Wenn aber Unternehmen auf die Idee kommen bzw. die Alternative bekämen, die günstigeren Produkte zu kaufen, selbst wenn die etwas weniger effizient wären, ja, dann wäre es deren betriebswirtschaftliche Pflicht, so vorzugehen. Und das ist genau das Problem und was sich darum alles rankt und wie ich persönlich die Varta-Aktie sehe, möchte ich euch direkt am Bildschirm zeigen. So, wir sehen hier den Verlauf der Aktie des Batterieherstellers Varta. Eine echte Erfolgsstory.
in den letzten Monaten stetig aufwärts, das gesamte Jahr 2019. Ein ganz solider Trend, der bis zum Schluss eigentlich auch ungebrochen war. Dann gab es hier nochmal ein neues Hoch im Dezember. Dann sah das alles noch ganz passend aus. Und dann mit einem Male der massive Einbruch hier Anfang des Jahres. Wir schauen mal drauf, was die Nachrichten bzw. die Auslöser dafür waren. Nämlich eine Studie der Commerzbank mit einem brisanten Inhalt. Hier unten darf ich mal ganz kurz vorlesen. Die Analysten der Bank sehen als Hauptproblem, dass auch chinesische Hersteller in den Markt von Warta einbrechen. Damit deutet sich an, was der deutschen Autoindustrie blüht durch die Aufgabe ihres Kompetenzbereiches Verbrennungsmotor, kommentiert ein Händler. Die Produktion der Elektromotoren dürfte perspektivisch nach China wandern, so wie es sich bereits beim ehemaligen Hoffnungsträger Solarenergie gezeigt hat. So, das Ganze wurde dann auch noch etwas ausführlicher besprochen. In dieser Commerzbank-Studie ging es nämlich um den wachsenden Konkurrenzdruck für Warta. Dass die Commerzbank selber zu dem Zeitpunkt Warta von Kaufen auf Halten runtergenommen hat mit einem Ziel von 135 Euro, das darf dann einfach mal ihr Geheimnis bleiben. Also der skeptische Ausblick bzw. die Erwähnung dieser Copycat, also die Chinesen gehen hin, schauen sich die Batterie an und das ist ja nichts Neues. Das ist übrigens Teil des Phase-1-Deals zwischen den Chinesen und der USA, dass die Chinesen eine Kommission einrichten sollen, die verhindert, dass permanent kopiert wird, was in China ja fast schon zum guten Ton gehört. Das empfinden die gar nicht als Unrecht. Wenn wir ein Produkt qualitativ gleich bauen können, und wir machen das Ganze günstiger. Hey, was wollt ihr? So funktioniert nun mal eine globalisierte Welt. Ja, wir werden sehen, inwieweit das sich aufhalten lässt. Aber für ein mittelständisches Unternehmen wie Warta ist es aus meiner Sicht nahezu unmöglich, das zu verhindern. Weil natürlich am Ende die Konkurrenz bzw. die Abnehmer dahin gehen, wo sie das Ganze günstiger bekommen. Ja, Warta streicht hier seine Patentvorteile raus bzw. Will gegen diese Patentverstöße rechtlich vorgehen. Aber ganz ehrlich, da sagt der Markt zu Recht, ja, good luck. Also wir drücken ganz fest die Daumen, dass das gelingt. Warum bricht die Aktie so massiv ein? Dazu müssen wir einmal hier schauen auf die Kennzahlen. Und wenn wir uns das angucken, dann ist das, ja, es ist ein ganz ordentliches Gewinnwachstum, keine Frage. Ja, der Markt China selber hat überhaupt erst dafür gesorgt, dass Warta so eine Erfolgsstory werden konnte mit diesen beeindruckenden Wachstumsraten. Aber Wachstum hin oder her. Es geht hier immer noch um ein Geschäft, welches sich nicht beliebig skalieren lässt und welches doch etwas zyklisch ist. Denn unter dem Strich ist Warta damit ein Zulieferer. Und wenn wir uns hier das 2019er KGV angucken von über 100, dann kann ich das drehen und wenden, wie ich will. Dieses KGV ist viel zu hoch. Da ist so viel Zukunft drin. Ja, und natürlich schauen wir uns die 2022er Erwartung an. Das sind die Analystenschätzungen. Dann kommen wir auf ein KGV von 25, Stand jetzt. Aber das ist natürlich ein Zeitraum von 3 Jahren, ja, 2,5 Jahren. Inwieweit der jetzt zu überblicken ist nach heutigem Stand und inwieweit in diesen Schätzungen, ja, das sind ja nicht Schätzungen der Firma, zum Teil kombinieren die sich natürlich mit dem, was die Analysten denken. Aber das ist ja mit hoher Unsicherheit befasst. Wenn wir uns dieses KGV ansehen, bei dem Wachstum würde ich sagen, ein KGV zwischen 30 und 40 ist aktuell völlig in Ordnung. Da müssen wir aber eben feststellen, dieses KGV ist schon unter der Prämisse so hoch angesetzt, dass der Markt weiterhin in dem gleichen Modus wie jetzt verbleibt. Das heißt also, dass er bereit ist, für zukünftige Gewinne viel Geld zu bezahlen. Ja, ich habe das in anderen Videos schon den Risk-On-Modus genannt. Das heißt also, für Wachstum wird derzeit viel bezahlt. Man sollte sich aber nicht der Illusion hingeben.
dass das immer so sein wird. Beim nächsten Abschwung an der Börse, und das muss kein großer Einbruch sein, das muss nicht ein Index sein, der sich halbiert, dafür reicht eine Korrektur wie Ende 2018. Wirkt wie aus lang vergessener Zeit, aber da sind die Indizes ja in Deutschland um fast 30% eingebrochen, auch der S&P 500 ist um 20% eingebrochen. So eine schnelle, harte Korrektur, wenn die kommt, dann wird diese gesamte Erwartung aus solchen Aktien rausgezogen. Das heißt also, es erscheint mir dann, obwohl Warta jetzt bereits ganz schön unter Druck gekommen ist, es erscheint mir dann durchaus möglich, dass Warta noch weiter unter Druck gerät. Wie gesagt, das ist auch ein Zukunftsszenario. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass selbst in dieser Phase schon der ein oder andere Analyst relativ skeptisch ist. Wenn wir uns hier Warburg Research anschauen, die raten zum Verkauf mit einem Kursziel von 63 Euro. Und natürlich hebt der Analyst hervor, chinesische Großhersteller, die das Ganze günstiger machen können, die also, hier steht's, die Technologie von Warta kopieren, die werden an dieser Technologieführerschaft, ich weiß selber, dass es ehrlich ärgerlich ist, dass man sich das kann, können die doch nicht einfach machen. Und für ein Management von so einem Unternehmen, welches ja selber letztendlich die Forschung betreibt, muss das extrem frustrierend sein. Aber auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht vergessen, wenn es diese Märkte nicht gäbe, wenn es diesen Markt China nicht gäbe, dann stünde die Aktie bei 25 Euro, weil das Wachstum in Europa so viel schwächer ist. Ja, insofern, es ist Fluch und Segen zugleich. Aber das ist ein echtes Damoklesschwert, was hier über der Aktie baumelt, und insofern wundert es eben nicht, dass der ein oder andere Analyst hier relativ pessimistisch ist. Kepler Chevreux sagt ebenfalls, reduzieren mit Kursziel 63 Euro. Es gibt auch andere, muss man dazu sagen. Ja, die sehen das Ganze offensichtlich sehr viel positiver. Wenn wir uns hier mal die letzten jetzt anschauen. Warburg Research erhöht auf 66 Euro, immer noch verkaufen. Ja, da fragt man sich auch immer, was ist das für eine Anpassung einer Studie? Also, wenn man unbedingt im Reuters-Ticker nochmal erscheinen möchte, dann macht man sowas. Also, ich wollte jetzt nochmal einen positiven, ja, es gibt durchaus ja einige. Also, Commerzbank bleibt ja mit seinem Kursziel relativ hoch. Ja, hier haben wir zum Beispiel Berenberg vom 10.01. Kursziel 125 Euro. Der Batteriespezialist dürfte auf kurze Sicht 300 neue Mitarbeiter einstellen, um die Kapazitäten für Lithium-Ionen-Batterien aufzustocken. Also, ja, hier wird jetzt gar nicht eingegangen auf diese Situation in China. Anyway, dass Analysten sich nicht ganz einig sind, das gehört zum Geschäft. Wenn man den China-Faktor rausnimmt, dann ist die Aktie möglicherweise gar nicht so teuer, aber sie ist auf gar keinen Fall günstig. Und ich möchte jetzt abschließend hier noch einmal drauf schauen und den Hinweis geben. Natürlich ist der Kurs jetzt sehr volatil und damit auch für sehr aktive Anleger interessant. Wenn ich mir hier die letzten Monate angucke mal, ja, dann darf man das durchaus als eigenen Impuls werten. Das heißt also, man schaut sich dann an, okay, vom Hoch bis zum Tief, wie hat sich die Aktie da bewegt? Bewegt aktuell, kommen wir hier am 61er Retracement an. Das wird ganz entscheidend sein, wie sich hier die Aktie bei rund 94 Euro jetzt verhält. Wenn die Aktie darüber ansteigen kann, ja, dann haben wir hier diese Gap-Kante. Natürlich, die ist hier oben, aber das ist, hier unten beginnt ja bereits das andere Gap bei knapp über 100 Euro. Also das könnte kurzfristig interessant werden. Ich habe das übrigens beschrieben. Also bis wohin die Erholung gehen könnte. Ja, ich darf mal kurz darauf hinweisen. So, das hier ist der Report. Ja, das ist meine eigene PDF-Datei hier aus der letzten Woche. Also da habe ich natürlich, ja, in diesem kostenlosen Report bespreche ich genau die Aktien, die momentan, ja, wie heißt es so schön, Hot Newswire sind, also die sehr viel auch von Anlegern, Privatanlegern besprochen werden, wo man einfach wissen will, was passiert als nächstes. So, Analysten haben reihenweise versagt. Ja, da gibt es auch mal kräftig drauf, aber entscheidend ist, ich halte das Ganze eigentlich überschaubar. Das Fazit, zu diesem Zeitpunkt war die Aktie übrigens bei 82,80 Euro, punktgenau bei 76 Euro stabilisiert. Darüber sollte sich die Aktie erholen in Richtung 88 und 100 Euro.
Ja, das war die letzte Woche. Und wenn wir sehen, also bei rund 83 Euro, Ziele von 88.100 Euro ausgegeben in der letzten Woche. Und jetzt steht die Aktie rund 11 Euro höher. Also fast 12% hat die Aktie seitdem hinzugewonnen. Ich denke also, die Ansage war ganz okay. Und wer wissen möchte, wie geht es denn jetzt hier mit dem Kurs weiter, da kann ich nur sagen, morgen, heute ist Dienstag, genau, morgen früh vor 8 Uhr werde ich wieder auf Warta eingehen in diesem kostenlosen Report und werde darüber sprechen, was auf der Unterseite noch passieren kann, beziehungsweise welche Marke jetzt nicht mehr unterschritten werden darf. Wer Lust hat, der trägt sich hier ein. Das ist noch absolut rechtzeitig. Man muss sich übrigens eintragen und ich sage es immer so gern, weil dann gelegentlich die Nachfrage kommt. Ich habe es immer noch nicht. Ja, bitte dran denken, man muss die E-Mail-Adresse bestätigen. Das ist dieses Verfahren, was heute rechtlich notwendig ist nach dem Eintragen. Und wie gesagt, der Report bleibt absolut kostenlos. Schau dir mal 2, 3 Ausgaben an. Wenn dir die Ausgaben nicht gefallen, dann auf jeden Fall abbestellen. Denn ich mag es auch nicht, wenn man irgendwelche Newsletter im Postfach hat, die man am Ende nicht liest. Ja, einmal im Jahr ausmisten und dann ist es auch richtig so. Ich hoffe, ich bin nicht dabei. Momentan spricht wenig dafür, dass ich viel ausgemistet werde. Aber ja, kritisch prüfen ist für mich völlig in Ordnung. Gut, Fazit von oder zu Warta. So, am Ende des Videos nochmal Butter bei die Fische. Das heißt also, Fazit, ich sehe die Warta-Aktie in diesem Umfeld relativ skeptisch. Natürlich, wenn die Börse weiterhin in dem Risk-On-Modus bleibt, dann sind Kurserholungen möglich. Die Marke habe ich bereits angedeutet, werde ich wie gesagt im Report morgen früh dann nochmal ganz genau besprechen. Ich glaube aber, dass Warta momentan auch sehr, sehr viele Risiken birgt und häufig sieht man nach so einer Abwärtswelle mindestens noch eine zweite. Ich bin gespannt, wie eure Einstellung zu Warta ist und wie ihr die Aktie seht. Nutzt dafür sehr gerne die Kommentarfunktion und wir sprechen uns dann am Donnerstag wieder. Genau. Und dann geht es darum, wie Milliardäre wohl investieren. Also, bis dahin macht's gut. Herzliche Grüße, euer Lars.